So. Irgendwie muss doch hier wieder ein bisschen, also muss doch diesen Raum wieder in eine schöne Schwerkraftzone verwandeln können. Zack, irgendwie so nämlich. Ich weiß nicht, was ich von diesem Hacken halten soll. Was sind Kardanarme? Muss ich jetzt nochmal drauf feuern? Muss ich hier irgendwo drauf schießen? Nee. Muss ich hier machen? Ach so! Zack. Bitte ziehen Sie die Magnethaltung ein paar Weise runter, um jeden Schwerkraftring einzeln zu arretieren. Muss ich mich hier beeilen oder so? Wow. Ich glaube, ich muss mich hier beeilen. Moment. Wir verstehen noch nicht richtig. Also, ich kann zum einen das so machen. Ich verlangsame das Ding jetzt trotzdem mal, weil irgendwie, vielleicht ist es richtig, vielleicht auch nicht. Zack. Und Werkzeugkasten. Jetzt habe ich hier zwei. Und dann? Hä? 1,0G, das zeigt mir nur die Schwerkraft an. Wo muss ich hier noch was runterziehen? Muss ich hier noch was runterziehen? Hallo? Dab, 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 guck dich um, guck dich um, guck dich um. Achso, hier. Aha, 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 so. Zack. Irgendwie. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich weiß nicht. Zack. Okay, Moment. Boing. Angehalten. Komplett. Oder auch nicht. Was mache ich hier überhaupt die ganze Zeit? Ich ziehe irgendwelche Dinge runter. Die irgendwann aktiviert werden und irgendwann dann halt auch nicht. Und irgendwie mache ich es noch hier so. Und dann drehe ich mich noch 20 Mal im Kreis und dann kommt auch das Ding da runter. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier gemacht habe. Ich verstehe vor allem nicht, wie diese Maschinen funktionieren. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. So, ich glaube, ich muss nochmal mich stasenmäßig aufladen. Weil man muss es wirklich so machen. Das Ding verlangsamen und dann die Dinger runterziehen. Weil ansonsten erkennt es das nicht. Man muss immer die gegenüberliegenden Teile oder so machen. So, zack. Dab, dab, dab. Aha. Und jetzt kann ich hier in der Theorie wieder schweben. Ja. In der Theorie wieder schweben. Was hier alles rumschwebt, das gefällt mir nicht, davon abgesehen. Die interessante Frage ist jetzt nur. Achso. Den Fahrstuhl kann ich jetzt gar nicht benutzen, oder? Nee. Ja, sowas in der Art haben wir fast gedacht. Moment, erstmal, wie kann ich denn schweben? Wie war denn das nochmal? So kann ich schweben und jetzt bitte so machen. Und dann ganz schnell Isaac, ganz schnell Isaac, ganz schnell Isaac. Dankeschön. Und jetzt einfach nur nach oben oder so. Denke ich mal. Ja. Die Tür dreht sich. Die Tür öffnet sich. Ich sehe ein Licht. Ich sehe Särge. Ich sehe. Wow. Okay. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ich fühle mich extrem unwohl. So, Moment, was liegt hier? Irgendein mittleres Medipack-Schema, glaube ich. Glaube ich. Glaubst du? Ja, glaube ich. Ich glaube einfach mal. Was ich nicht alles glaube, dass der Erik nicht alles glaubt. So, aktiviert. Aktivieren Schwerkraft offline. Achso, hier könnte ich Schwerkraft wieder aktivieren und ich glaube sogar, ich muss Schwerkraft aktivieren, weil ansonsten. Schade, damit macht Schweben so viel Spaß. Na gut, okay. Austritt Schwerelosigkeit. Boom, 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 boom. Isaac, verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Einem Handy? Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Warnänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Bären mit Haar. Folgen Sie im Augenblick in alle Luft.
Und was für ein Helikopter? Wir sind im Weltraum. Fliegen die ein Helikopterraumschiff oder so? Macht bestimmt total viel Sinn im luftleeren Raum, aber ist egal. Oh, hier ist ein Shop. Da kann ich doch einfach mal reingehen. So, Rentogeladenes Schema, Ripper, Medipack, Mittel, wunderbar und wundervoll. So, ja. Ripper, Industriesäge mit Fernsteuerung. Hm. Klingt ja spannend, aber irgendwie auch nicht. Weil eigentlich brauche ich es nicht so unbedingt. Ich könnte mir ein Medipack kaufen. Ich müsste mir sogar ein Medipack kaufen, weil ansonsten... Eigentlich müsste ich mir auch Plasma-Energie kaufen. Ich kaufe hier ein Medipack und noch ein Medipack und Plasma und Plasma und Plasma. Und dann bin ich glücklich und zufrieden und eventuell klappt das, vielleicht aber auch nicht, keine Ahnung. Tschup, 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 tschup. So, kann ich hier nochmal nachladen und hier noch was rein und da noch was und hier und da und dort und überall. Und wo bin ich jetzt eigentlich? Ist egal, aber ich muss hier weiter. Scheiße. Stromausfall ist immer, immer, immer schlecht. Okay. Wo bin ich jetzt? Halt. Okay. Okay, okay, okay. Wo bin ich jetzt hier? Eindeutig immer noch in einer Kammer mit zu vielen Särgen, was bedeutet, dass hier zu viel Ärger auf mich warten könnte. Diese Tür hier ist nicht passierbar. Also gehen wir hier entlang. Halt. Hab ich irgendwas gehört? Nee. Oder? Das ist nur ein Schatten. Ich dachte, das wäre eine Blutspur. Doch, ich soll dort reingehen. Ach so, ich kann die Dinger gleich bewegen. Okay, alles klar. Nichtsdestotrotz kann ich erstmal hier auf der Werkbank meinen gefundenen Energieknoten im Plasmakutter platzieren und das bedeutet für mich mehr Schaden erstmal. Mehr Schaden ist immer gut. So. Das heißt, ich kann kleine Necromorph-Typen jetzt noch schneller ausschalten, was ich schön finde. Also in der Theorie. In der Praxis muss der Hering mal gucken. So wie immer. Er muss so viel gucken, der Hering. Oh mein Gott, er muss so viel gucken in diesem Spiel. Das ist so schön und toll. Aber es gibt auch viel zu gucken. Ich meine, man könnte auch mal auf die schönen Dinge des Spiels eingehen. Wie zum Beispiel die Grafik, die ja wirklich nett ist und so. Aber das ist... Das versteht sich bei einem Spiel wie Dead Space so quasi gesehen fast von selbst. Ich meine, dieses Spiel, es lebt auch ein ganz klein bisschen... ekelhaft. Es lebt auch ein bisschen von seiner Grafik. Grafik. Was hat er dort unten gemacht? Er hat sich in Sicherheit gebracht und war nicht so ganz von Erfolg geprägt. Ich finde es sehr unschön, dass ich mich in diesen Lüftungsschächten nicht wehren kann. Und auch nur diese dämliche Perspektive habe. Aber ich würde mich nie im Leben trauen, in so einen Lüftungsschacht zu gehen. Ich muss ja... Ich hätte ja... Wow. Ich habe lange Jahre gedacht, dass ich nicht so anfällig dafür wäre, was enge Räume oder so angeht. Weil haben wir immer gedacht, das wäre so... Einfach so eine gewisse mentale Sache. Wenn man ruhig bleibt und so weiter, dann wäre das alles absolut kein Problem und so. Und vermutlich ist es auch so, aber... Seit ich mal zwecks einer neurologischen Untersuchung in so eine Röhre geschoben wurde. Wie nennt sich das nochmal? Da, wo sie die Hirnströme und so weiter messen. Ja, da wird man ja in so eine komische Röhre geschoben und da darf man da erstmal so 5 bis 10 Minuten liegen und dann untersuchen die Ärzte, ob man noch ganz richtig im Kopf ist. So oder so ähnlich jedenfalls. Sowas jedenfalls bei mir. Nein. Jedenfalls habe ich da in dem Moment tatsächlich gemerkt, dass ich auf enge Räume, was ja dann tatsächlich eben der Fall ist, man kann sich da drin ja nicht so wirklich bewegen oder so, auf enge Räume echt keinen Bock habe. Strahlenmunition. Und ich da teilweise oder fast auch wirklich Panik bekommen hätte in dem Raum. Ich musste mich echt zusammenreißen, sonst wäre ich da... Also... Ja, keine Ahnung, sonst wäre ich da. Ja, das Blöde ist, man hat ja eben nur den komischen Rufknopf und dann kann man ja nur darauf vertrauen, dass die Arzthelfer einen da irgendwie dann wieder rausholen. Aber das ist eben das Blöde. Man kommt da ja eigentlich nicht so... Na gut, man kann ein bisschen hin und her wackeln und wenn man es drauf anlegen würde, könnte man vielleicht auch wieder irgendwie rausrauben oder so, aber dann, man muss es ja nicht übertreiben und man will das Ding ja auch nicht kaputt machen, denn es ist teuer und Ärzte brauchen es, deswegen ist es vielleicht nicht so gut, wenn man am Anflug von Panik gleich alles kurz und klein haut, aber nichtsdestotrotz, ja, das war so
Das war so mein Gefühl. Und dann, ich habe im Laufe der Jahre auch den einen oder anderen Film mal gesehen, wo es Protagonisten dann vielleicht auch mal in engen Gängen unterwegs waren oder so. Und ich habe dann selber für mich gemerkt, nee, das muss für dich wirklich nicht sein. Das könnte ich nicht. Ja. Nein. Ach so. Moment. Euch Tentakelviecher, euch kenne ich doch. Ihr seid doch die kleinen Scheißviecher und so. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ach, komm. Ja. Also zwei. Ja, ja. Weil eigentlich muss ich doch nur Tentakel abfeuern und dann seid ihr auch erledigt. So, erstmal Medipack wieder einpfeifen. Das ist das erste Mal, dass wir euch sehen, oder? Ich glaube, das schon. Kam ihr bisher vor? Nö. Kam viele andere Scheißviecher vor, aber ihr noch nicht. Das ist ja schön. Gut zu wissen, dass es euch auch gibt. Ich wollte mich gerade an der Nase kratzen. Was soll das? Warum bist du denn... Warum stehst du denn plötzlich so hinter der Ecke und jagst mir so einen Schrecken ein? Muss das denn sein? Immer diese Eckensteher. Die stehen einfach so hinter irgendwelchen Ecken und denken sich so, hui hui, jetzt komme ich mal hervor und erschreck den Isaac hier. Und dann machen wir mal so und so und dann ui ui ui. Und der Isaac, der wird sich freuen, ja. Und ich freue mich auch immer total. Ja. Als ob das sein müsste. Ich will doch nur ganz normal hier durchgehen. Ich will doch nur... Wo will ich eigentlich hin? Keine Ahnung. Ich will immer noch hier lang gehen. So. Immer noch in der Kirche? Immer noch... Irgendwo um nirgendwo. Hallo? Hallo? Ist hier irgendjemand? Was ist das? Das ist die große Kapelle jetzt. Und... Irgendwie habe ich Angst. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh nein! Nein, nein! Nein, 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 ja, ja, nein, nein, au, 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 oh Gott, oh Gott, Isaac, 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 ich bin gleich tot, ich seh's kommen, ich bin gleich sowas von tot. Kannst du nicht, du hast mich losgelassen, du hast mich losgelassen, oder? Du hast mich bis losgelassen. Du lässt mich am Leben. Oh, du schönes Viech. Was? Das ist jetzt ein Witz. Nein. Kleine Kinder. Ich hasse Kinder. Ich hasse kleine Kinder. Guckt euch das an. Kleine dumme Kinder. Die kommen immer und die wollen irgendwas von einem. Und dann sagt man, ich will meine Ruhe haben und so. Aber die lassen nicht locker. Die kommen einfach immer und immer wieder. So, hier. Dafür habe ich doch mein Schwester ein Pulsgewehr gekauft. Ja, bring es um. Bring es einfach um. Genau, es hat es verdient. Es hat es sowas von verdient. So. Zack. Hey, Juju. Juju. Wer lebt hier noch? Lebt hier noch wer? Hallo? Sachen zum Einsammeln. Nur du? Ja, nur du. Honolulu. Ich hab kein Medipack mehr. Ich drücke auf den Knopf, aber es passiert nichts. Ja. So, jetzt wieder beruhigen. Jetzt beruhigen wir uns mal wieder, ja? Werden wieder Herr über die Situation und sondieren die Lage. In meiner total ruhigen Art und so. Da liegen noch Medipacks rum. Ah, Medipacks. Große Medipacks für großen Isaac und kleine dumme Scheißkinder, auf denen man nochmal rumtammeln kann, ja. So habt ihr es nämlich verdient. So. Das lade ich auch nochmal nach und das brauche ich nicht nachladen und jetzt fühle ich mich wieder gut. So, was habe ich denn jetzt alles noch? Ich habe noch ein Medipack zur Reserve. Ich habe so viel Platz im Inventar mittlerweile durch meinen neuen Anzug. Also eigentlich bräuchte ich nur... mal mehr Sachen kaufen. Wo ist denn jetzt das große Drecksvieh hin? Das irgendwie auf die Empore raufgeklettert. So, Puhn, Impuls, zwangsläufig müsste es ja eigentlich... Nein. Ja. Oh! Ich wollte Stase einsetzen. Ich habe nix Stase. Gutes Isaac nix Stase mehr hat. Das ist schlecht sein. Halt. Wer?